Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vaporum. Und wie versprochen, machen wir direkt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nämlich da, wo wir die ganze Zeit draufgegangen sind. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht draufgehen. Ich habe nochmal ein so ein Ding gesammelt und versucht, mein Leben in Schach zu halten. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein und versuchen, die irgendwie zu killen, ohne dass wir alle draufgehen. So, 9 Schuss haben wir noch. Ist nicht so viel, ich weiß. Das funktioniert gerade nicht anders. Glück gehabt. Ah, man. Ah, warte mal. Nein. Okay. Das Ding kann auch auf dich schießen, oder nicht? Komm, schieß mal auf die hier. Alter. Probieren Sie nochmal. Also diese Waffe, die da ist, die kann man ja benutzen, damit der auf die schießt. Das soll ja funktionieren. Oh nein. Oh oh. Ah! Häng hier fest. Okay. Nein! Oh. Okay. Mein Leben? Da hinten ist auch das andere Viech, ne? Das haben wir auch erledigt. Ah, sehr gut. Wurde doch einmal ein, zwei Mal von der Waffe getroffen. Gut für uns. Speicher mal. Ja. Erstmal hier rein. Geht nicht. Gehen wir hier rein. Sichern. What a mess. Seems like people left in a hurry. Okay, da sind auf jeden Fall Sachen. Gucken wir mal rein. Eisenschwert, 28er Schaden. Guck mal, Kacke, weiter. Durchdringen Gegner. Kugeln durchdringen Gegner und richten Schaden an allen Gegnern in der Linie. Wir haben. Jetzt unsere Waffe. Wir wollen ja. So, wir gehen mal auf unser anderes Set. Mal aufmachen. Was haben wir da? Wir haben da. So, aktuell haben wir 14 und das Eisenschwert mal 18. Das nehmen wir natürlich. Zack, zack. So. Umbleiben. So, diese Waffe. Macht 40 Schaden, Kadettenpistole. Da müssen wir natürlich auch nicht lange überlegen. Nehmen wir jetzt auch mal mit. So. Dann lassen wir das Brecheisen hier. Gut. Mehr gibt's hier wirklich nicht. Nicht oder so? Nee, tatsächlich nicht. 5 Schuss haben wir nur noch. Also müssen auch mal langsam wieder. Also es ist, man kann auch wieder mal ein bisschen Schuss, Munition hier finden, ne? Auf jeden Fall super nett. Die Waffe lassen wir stehen da. Die tut uns ja nichts. Wenn wir nicht in deren Richtung stehen, so wie jetzt. Okay. Ah! Ah, Mist. Warum schießt die Waffe nur auf mich? Warum schießt sie nicht auf den Typen? Das ist viel cooler. Oh, Mann. Oh. Okay, warte. Ganz schön viel Leben verloren. Aber. Mal hier rein. Kiste.
Jetzt anscheinend brauchen wir nicht. 100 und das ist natürlich ganz gut. Jetzt die übernehmen. Nochmal. Zack, zack, zack. Perfekt. Wir müssen eben ein paar Rüstungen loswerden. Wir sollten die Munition mitnehmen. Achso, warte. Legen wir doch mal hier lassen. Wieder da rein tun? So, Munition mal mitgenommen. Wir müssen ein paar Sachen loswerden hier. Also, irgendwie wird das nicht mehr. Also, das Ding können wir auf jeden Fall hier drüben abgeben. Haben wir hier auch. Schule. Ja, keine Stelle, wo man diese Sachen einfach mal verkaufen kann. Dann müssen wir die irgendwie loswerden. So. Noch. Holen die Flinte, behalten wir. Die Waffe hier. Zack. So. Gut. Der war hier auch nicht, ne? Karte. Also, wir sind hergekommen. Das heißt, wir haben hier drüben noch zwei Türen. Die beide nicht öffnen. Besten. Hier auf jeden Fall nicht. Und mit der hier? Och, da ist er. Okay. Da kommen zwei. Oh Mann. Die sind ein bisschen dumm, die Leute, ne? Leider keine Munition mehr gleich. Aber egal. Jetzt mal hinüber. Und Level up. Perfekt. Komm mal rüber. Ah, Mist. Oh Mann, ich kann mich nicht mehr. Da jetzt eben ran. Okay, jetzt geht's. Okay, Munition haben wir. Mann. So. Perfekt. Ja, perfekt und perfekt, ne? Aber ist auch okay. Die schießt echt nur auf mich, dieses Scheißding, ne? Drin? Ja, aber. Okay, so ein Buch. Und irgendwie Kleiderausrüstung. Was? Okay, okay, Adeptenkleidung. Gut. Kann ich jetzt hier rein? Kommen wir nicht rein? Warum kommen wir da nicht rein? Ist die Frage. Willst du das Ding dafür kaputt machen? Munition. Können wir jetzt die Tür aufmachen? Zerstört sind? Nee. Okay, da kommen wir nicht längs, da müssen wir jetzt einen anderen Weg gehen. Müssen wir zurück, oder? Zurückgehen, ne? Bringt nichts mehr, ne? Nö. Okay, müssen wir mal zurückgehen. Weichen wir mal zwischen.
So, hat nämlich ein Silber. So. So, jetzt kommen die beiden wieder. So. Eieieiei. Gut. Haben wir auch. An den Waffen auch, die wir gefunden haben. Oder steht noch so ein Berserker? Viech, ey. Nicht so platt noch reingehen. Ah, Mist. Okay, das geht auch. So, nochmal 12 Kugeln. Und dann ist der Typ überhaupt raus. Da hinten irgendwo, oder? So, gucken wir mal. Dann. Längs marschiert? Nee. Da höre ich doch schon wieder irgendwas. Ah, Mist. Geht einfach Schockdrohne. Dahinter? Vielleicht? Okay. Mann! Ja, man weiß noch nie, von welcher Seite die kommen. Arschlöcher. Wir sind ja schon wieder in so einem Raum, wo wir mehrere Türen haben. So. Verdammtes Viech. Ah. So. Dann kriegen wir es raus mit dem Kämpfen so ein bisschen. War ich da rum, wo wir drin waren, ne? Der Raum, oder? Bild und ein Buch. Es geht nicht. Drücke ich doch nicht. Ne, Alter. Können wir diesen Büchern ja alle machen, fragt. Das Ausgehilfsobjekt. Ah, ein bisschen mehr. Tauschen wir einfach mal aus jetzt, solange wir das andere nicht haben. Und dann würde ich sagen, packen wir hier wieder ein paar Sachen rein. Ein bisschen loswerden. Auf den Gegenständen arbeiten wir sowieso nicht.
Irgendwas, was wir wegmachen können. Achso, wir können ja mal gucken. Wir haben ja einen neuen Schaltkreis bekommen. Eventuell können wir da ja mal. Was war das? Bild? Boah, dann müssen wir das freischalten, dass wir die anderen Schilde benutzen können. Machen wir einfach mal. So. Höhere Schall. Blockchance. Wer ist hier nicht, ne? Integrität, 3 Zähigkeit. Nehmen wir das Ding einfach mit. Vielleicht hilft uns das für unterwegs. Mehr ist hier auch nicht drin. Ah, Mist. So viel. Schön. Wetter. Lesen. Die neuen Aufnahmen sind wirklich eigenartig, eigenartig schön. Sie klingen irgendwie wie Musik. Tief bewegende, herzzerreißende Musik. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, was das Umium-Kern ist oder wie es aussieht, aber ich kann seinen Herzschlag hören. Mit seiner einzigartigen Hinreißmelodien singt er für mich? Ein Psycho. Helm. Den nehmen wir mit. Unsen aus. Zack. Mehr drin. Ist hier nicht. Gut, jetzt haben wir, wie viele Räume haben wir jetzt durchguckt, durchsucht? War da noch mehr? Drüben sind auch noch. Jetzt wahrscheinlich wieder irgendwo raus. Dann lass uns erstmal diesen Raum angucken. Mist, das war. Ich drehe sich einfach so schnell. Ah, guck mal, noch ein bisschen Leben. Ja. Mehr gibt's hier gar nicht. Schade, schade. Oh, dann gibt's ja noch die eine Tür, ne? Genau. Nur noch durch diese Tür, ruhig. Sprechen wir mal. Ah, Mist. Ah, Mist. Schön was einsammeln hier, das ist ganz gut. Dann Bibliothek. Okay, gehen wir mal rein. I need a key. Natürlich Goldschlüssel. Warte mal, den tragen wir direkt ein, den Goldschlüssel. Zack. So, okay, hier geht's nicht weiter. Müssen wir hier weiter?
Alter, wie viele soll ich noch schleppen? Gut. Ich liege im Zeitplan so weit zurück. Mann, ich habe mich in den letzten 2 Wochen nicht einmal um die offizielle Forschung zur Wellenlänge gekümmert. Ich kann mich einfach nicht dazu aufraffen. Ununterbrochen werde ich von den Gesängen des Kerns bezaubert. Ich hoffe, diese gefälschten Ergüsse werden das Management in der Zwischenzeit zufriedenstellen. Die Musik ist eine Sprache und ich muss den Code knacken. Das ist jetzt meine persönliche Mission. Es versucht, mit mir zu sprechen. Okay. Yes. Danke. Okay, die brauchen wir wahrscheinlich auch irgendwann alle, die ganzen Leben für die Bosse und so. Das haben wir aber nicht gefunden. Wir können ja hier noch durch, ne? Dann. Oh. Ah, Mist. Ah, der schießt auch nur dieses Zeug, ne? Max. Ein bisschen ätzend, ich glaube, ja? Was ist denn hinter mir? Achso, ich kann nicht raus. Kann ich raus? Hier ist ein Schalter. Beiden Seiten. Ah, Mist. Boah. Können wir das denn schaffen? Okay, warte mal. Ah, hier kann ich noch nicht. Okay. Mist. Ich muss den irgendwie anders killen. Mist! Level up! Was für ein Arsch! Puh! So, noch ein Schaltkreis freigeschaltet. Gucken, was wir da nehmen wollen. Ringwaffen können wir höher gehen. Genau. So. Da sind wir gekommen, ne? Ne? Hier ist ein... Hier kann man irgendwie rausbeamen. Warum auch immer? Komm ich auf die andere Seite, okay. Nichts. Aha. Okay, da komme ich ja nur raus, wenn ich laufen könnte, oder? Wenn ich einen Backstein habe. Ich habe jetzt zufälligerweise einen Backstein, aber da muss man doch hier auch irgendwas finden können, wenn man da wieder... Oh, da bin ich verkehrt. Sonst würden wir ja nie wieder hier rauskommen. Da keinen Sinn ergibt. Na gut, machen wir es mal. Mir einen hier liegen. Der bringt nichts. Nee, ich bin nicht dran. Wie kommen wir denn da hin? Ist auch kein Schalter, ne? Einen zweiten Schalter, wo ich sage, da kann man drücken. Nee. Hier drin mal.
Nichts, was irgendwie anders ist, ne? Das ist doch verdammt verrückt. Das geht nicht. Nee. Nee, 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 okay. Gerade auf dem Schlauch. Und wie kommen wir denn jetzt weiter? Da kommen wir ja auch nicht durch. Nur hier Bücher hinlegen. Das ist gut. Da was drauf. Hier ist. Das geht nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie wir jetzt weiterkommen hier. Jetzt hier was drauflegt, geht das? Hä? Nicht mal weg. Ein Schalter oder so, wie man es drücken kann. Mann, oh Mann. Nehmen wir fest. Doch, jetzt können wir jede Wand abgucken hier. Ich sehe hier nichts Besonderes an den Wänden. Ja, hier, das ist auch nichts, ne? Hier ist auch ist doch crazy. Ach, warte mal. Kann ich hier vielleicht hier so ein Bein werfen? Versuchen wir mal, pass mal auf. Hier ist an. Crazy ist das denn bitte sehr, oder? Wäre ich nie auf die Idee gekommen, den wir mit hier. Aber was soll ich jetzt machen, wenn ich keinen Stein gehabt hätte? Ein Buch werfen können oder was? Ein goldener Schlüssel, perfekt. Wo sind wir jetzt gelandet? Aha. Der Schlüssel war hier, ne?
So. Ja. Bücher. Und besser mit Büchern. Jetzt wird's absurd. Diese Quacksalberin Laura hat mich in das Assistententeam versetzt und verhindert damit, dass ich in Meetings teilnehmen kann. Sieht denn niemand, was hier vor sich geht, mit allen meinen akademischen Titeln, Büchern, Publikationen, in wissenschaftlichen Zeitschriften? Es ist jetzt meine Aufgabe, mich um Röhrchen zu kümmern. Wenn niemand eingreift, wird Laura das Gesamtprojekt in den Sand setzen. Sagt die Lucy. Dann. Ich. Gut, jetzt haben wir so ein. Wo müssen wir denn noch links? Da noch Wege, ne? Ja. Haben wir auch noch nicht. Aber ich glaube, für heute soll es das gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Ciao.